Hallo zusammen. Diesmal starten wir tatsächlich mal mit einer ganz anderen Message in die neue Woche. Unschwer zu erkennen, Gerd und ich haben uns zusammengefunden, um für euch gemeinsam die Weihnachtswunschaktion 2021 zu besprechen, in Erinnerung an den lieben Alex Dreizel. Ich habe nämlich Post bekommen vom Schutzengelverein, dem Verein Ein Schutzengel für Kinder, und mit Wunschzetteln an den Schutzengel für Weihnachten. Genau. Ja, wie wir es im letzten Jahr ja schon gemacht haben, geht es einfach darum, kurz gesagt, Kindern, benachteiligten Kindern hier aus unserer Region Weihnachtswünsche zu erfüllen. Die Kinder haben die Möglichkeit, ihren eigenen Weihnachtswunsch, den sie haben, über den Verein aufzuzeichnen, sich etwas zu wünschen. Und der Verein in Kooperation mit uns wird diese Wünsche versuchen zu erfüllen. Wir können also Kindern hier bei uns wirklich tatsächlich ihre Weihnachtswünsche erfüllen und würden uns freuen, wenn ihr dabei seid. Von denen, die im letzten Jahr dabei waren, gerne neue Leute. Es gibt sehr viele Wunschzettel und wir würden uns wirklich freuen, so viele wie möglich erfüllen zu können. Gebt uns einen Hinweis auf die Mail, die in der Mailadresse, die in der Mail steht. Wer dabei ist, gerne mit einem Budgetrahmen, dass wir das zuordnen können. Es sind ganz konkrete Sachen, wie ihr seht, ein Kinderwagen, ein Polizeiauto und verschiedene andere Sachen. Wir freuen uns, dass wir das gemeinsam machen können, auch dieses Jahr wieder. Und ich bin auch Franzi sehr dankbar, dass sie die Orga dafür übernimmt. Weil es ist viel Arbeit, aber leuchtende Kinderaugen sind es auch wert. Ganz zum Schluss treffen wir uns dann natürlich am 25.11. zur Übergabe der Weihnachtsgeschenke zu unserer Jahresabschlussfeier vom Jungen Mittelstand. Die Weihnachtswünsche werden wir Ende Oktober, Anfang November verteilen, sodass ich euch bitten möchte, mir bzw. Gerd tatsächlich bis spätestens Ende Oktober Bescheid zu geben, in welchem Budgetrahmen ihr dabei seid, sodass wir euch dann die Wunschzettel weitergeben können. Und dann geht's auch schon los. Ihr dürft die Wünsche erfüllen und wir freuen uns dann mit euch gemeinsam die Wünsche Ende November im Dorins Hotel zur Jahresabschlussfeier vom Jungen Mittelstand entgegenzunehmen. Genau. Mir bleibt noch Danke zu sagen für alle, die dabei sein werden und sich beteiligen wollen. Auf geht's. Lasst uns Wünsche erfüllen. Danke. Bis dann.